Das Wetter ist wieder hervorragend. Die Kälte von gestern ist weg. Die Wärme ist wieder da. 33 Grad, so den Dreh haben wir hier. Perle ist auch wieder zurück in seinem Zimmer. Ja. Eigentlich wollte ich heute los, aber dann dachte ich mir, oh, nö. Ich werde heute Abend auf dem Perle Mountain hiken. Das will ich mir vornehmen. Wo ich gestern war, da will ich heute Abend mal rauf. Möglichst spät. Und zum Sonnenuntergang werde ich da wieder runterstiefeln. Und dann würde ich mich mal im Auto postieren und dann noch ein paar schöne, mit meiner EPL5, ein paar schöne Las Vegas-Fotos irgendwie hinzaubern. Muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Ja, jetzt muss ich mal pupsen. Oh, Entschuldigung. Ja, guck mal hier, was ich habe. Also erstmal, das Zimmer ist gemacht. Man muss nicht glauben. Und habe ich einen neuen Wecker gekriegt? Ich glaube, 1,26. Lass mal gucken hier. Ist anders, ja. Ich glaube, die haben einen neuen Wecker hier reingestellt. Cool. Der war nämlich nicht in Ordnung. Ich probiere es einfach mal aus. Warte mal. Wie war das jetzt? Jetzt haben wir. Jetzt mal Clock. Jetzt haben wir 2,29. Ist ja schon wie halb drei. Das kann nicht sein. Das ist nämlich falsch. 1,29 haben wir. Okay, das werden wir mal schnell ändern. 1,29 PM. Set Time. So. 1,29. Ja, die ist neu. Wunderbar. 1,29 PM. Okay. Set Alarm machen wir dann auch PM 1:31. 31. Gib Gas. Haben sie ausgetauscht, wunderbar. So, dann mache ich mal Set Alarm hier. Okay. Radio. So, okay. Set Alarm und die Glock haben wir jetzt 29. So, dann wollen wir mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Weil der da war nicht kaputt und da habe ich einen Zettel draufgelegt. Das Alarm don't work oder irgendwie so ein Scheiß habe ich da aufgeschrieben und haben den dann ausgetauscht. Ne? Das ist natürlich ganz gut. Ob es funktioniert, wir werden es gleich sehen. Ja, Zimmer ist sauber, Zimmer ist gemacht. Ja, wunderbar. Ihr seht, das Bett ist gemacht. Diese Läufer da, da gehen die gar nicht bei, weil die genau wissen, das reißt sich sowieso wieder runter. Alles wieder schicki hier. Alles wieder sauber, so wie sich das gehört. Ganz wunderbar. Ja, was habe ich noch? Ich habe noch mit Mercy mal wieder geklönt. Ich habe hier mit ihr Mittag verbracht. Schaut mal hier. Meine Movado-Box ist wieder da. Ihr seht, hat wieder alles wunderbar funktioniert. Movado-Box. Ganz geil. Packe ich mal hier hin. Ja, was habe ich noch so? Also gestern Abend, ja, liquidseitig, genau, das kann ich euch ja auch nochmal zeigen. Mein Liquidverbrauch. Hier sind ja meine beiden Flaschen. Das hier ist mein Liquidverbrauch. Das sind jeweils 20 Milliliter Flaschen. Wenn ich die jetzt hier auf die Fensterbank stelle, das eine ist Mr. Bubble und das andere ist das Rootbier. Mr. Bubble, guck mal, wie sich das gefärbt hat. Ne? Hammer, ne? Das hatte ich ja damals mal gemischt. Und dann dachte ich, nimmst du das mit, ne? Nimmst du Mr. Bubble mit? Das ist da reingekippt. So, drehen wir das nochmal so ein bisschen, dass ihr das so sehen könnt, den Wasserstand. So. Das sind 20 Milliliter Buddeln und das ist mein Verbrauch jetzt in zwei, was haben wir heute? Mittwoch, ne? Zwei Wochen, etwas über zwei Wochen. Also es sind ja, 12 Milligramm draußen. Mein Verdampfer ist noch voll. Da sind ja auch nochmal 4 Milligramm drin. Nicht Milligramm, Milliliter. Also sehr, sehr wenig Dampf-Action hier. Aber für euch mache ich nochmal Dampf-Action. Die habe ich nämlich hier. Zack. Und dann kann ich noch ein bisschen klönen mit euch. Ah, ah. Heute Abend Perle hike wieder den Perle Mountain. Freue ich mich schon. Also wieder eine anstrengende Nummer. Übrigens, ich habe eine neue Mütze. Die habe ich gestern auch noch abgesandt. Ich bin dann, war was gestern? Ja, gestern Morgen im Buffet. Da denke ich, was rennt da Typen rum mit einer Tick Vegas Backmütze? Ne? Ich denke, wo haben sie die denn her? Ich denke erstmal in den ersten Store rein. Ich denke, haben sie die gekauft? Kann ich mir nicht vorstellen. Aber egal, gehen da mal rein, geguckt, gab es nicht. Dann war ich im Strato Gift Shop, haben sie da auch nicht. Dann denke ich, Moment, das kann natürlich Tick Vegas Back, das kann natürlich ein Promotion-Geschenk sein. Dann denke ich, gehst mal zum Player Desk. Und dann sage ich hier, pass auf, Blafasel, ich habe da so Typen gesehen mit der Mütze, die genau mein Style ist. Die genau. Moment.
mein Style ist. Das ist ja, also die finde ich voll geil, die Mütze, die ist schön fluffig. Na, ohne, also die ist richtig schön, die saugt sich so richtig am Kopf fest. Die finde ich cool, solche Mützen mag ich, na, wenn die so, na, so richtig schön sitzen. Also das ist so mein Style, ne? Die finde ich cool. Das wisst ihr ja selbst, ne? Und dann gefragt, dann sage ich so zu der Tante, ja, Moment, ich habe da beim Frühstück Leute gesehen mit so einer Mütze, sage ich, wo kann ich die hier im Stratosphäre kaufen? Habe ich jetzt mal ganz doof getan. Ne? Wo, natürlich wieder VIP, die anderen mussten warten, Perle wurde wieder vorgelassen. Das ist natürlich auch geil. Gibt es so die normale Schlange, die VIP-Schlange? Beziehungsweise, da steht ja kaum jemand. Die stehen ja alle in der normalen Schlange. Ich denke, na, stell dich in die VIP-Schlange. Warum warten, wenn da so viele Leute stehen? Muss ja noch nicht sein. Also ein bisschen warten ist kein Problem. 2-3 Minuten habe ich keine Sorgen mit. Aber wenn ich da 10 Minuten warten muss, das geht mir auf den Sack. Ne? Also sofort rangekommen, wunderbar. Und dann sage ich, ja, habe ich dir die Geschichte erzählt. Ich Mütze, wo kann man die kriegen? Dann sagt sie, bei uns. Sag ich, was kostet die denn? Dann sagte sie, kostet gar nichts. Aber sie braucht die Spielerkarte und eben den Ausweis. So, pass auf. Und dann habe ich, ist sie so einen Schrank gewetzt. Und dann hat sie die Mütze rausgeholt. Und hier ist meine neue Vegas-Mütze. Wie geil ist das denn? Also auf so einen Scheiß stehe ich ja. Ne? Finde ich total cool. Jetzt zeige ich euch mal. Hier ist mein neuer Vegas-Deckel. Mit diesem Tick Vegas-Back-Logo und dem Stratosphere da in der Faust. Finde ich richtig geil. Das ist so ein ähnlicher Style wie die Mütze, die ich auch habe. Seht ihr, ne? Der Schirm ist ein bisschen größer. Aber ansonsten eine coole Mütze. Genau meine Szene. Und ich finde, die sitzt auch gut. Wieso muss ich jetzt auch an diesen Danny denken? Es gibt ja so einen Dampfer, der heißt Danny. Der hat immer so Mützen, der hat aber so einen kleinen Kopf. Ne? Der hat so einen ganz kleinen Kopf. Und hat, wenn er seine Mütze aufsetzt, dann sieht man, dann ist der Deckel rechts und links vom Schädel. Also der Schirm ist breiter als Dannys Kopf. Und dann kommt noch dazu, dass die Mütze auf hat, dass man hier unten wahrscheinlich mit der ganzen Faust rechts und links reingehen kann, weil die viel zu groß ist. So kleine Mützen gibt das gar nicht. Ne? Für diesen Danny. Lache ich mich immer tot, wenn ich sage, wo ich seine Videos gesehen habe. Ich glaube, der hat seinen Channel mittlerweile auch gelöscht wegen der TBD2. Und jetzt macht er irgendwelchen anderen Käse. Irgendwelchen anderen Schrott. Ne? Das ist auch so ein Sabbelmurs. Ne? Also so typischer QVC-Verkäufer kann er werden. Ne? Ja, finde ich ein bisschen langweilig seine Videos, aber okay, das muss jeder selber wissen. Ich meine, YouTube bedient ja jede Geschmäcker und für die Beknacken ist Perle da. Das ist schon okay so. Ja, dann habe ich die Mütze noch abgesahnt. Und dann sitze ich da gestern so und denke, auch zock mal ein bisschen rum. Und wenn mal steht so ein Typ neben mir, ich denke, warte mal, den kennst du doch irgendwo her. Ne? Und guck mich so an. Ne? Ich gucke ihn an. Ich denke, naja, dann lass ich mal stehen. Ne? Und dann weiß ich mir überlegen, woher kennst du den? Ich gucke wieder, er guckt schon wieder und fängt an zu grinsen. Dann sagt er, na, auch schon wieder hier. Sag ich, wie auch schon wieder hier? Sag ich, woher kennen wir uns? Sag ich, ich meine, ich kenne dich irgendwo. Ich kann das aber nicht zuordnen. Ne? Ich kenne ja so viele Leute. Und das war der Typ, der war mit seiner Frau letztes Jahr im Mai hier. Den habe ich letztes Jahr im Mai hier im Stratosphäre kennengelernt. Voll geil, ne? Und der stand dann wieder neben mir. Der ist 10 Tage hier in Las Vegas. Also hier komplett in Vegas, ne? Mit Mietwagen und so. Ist er hier mal kurz rüber gejettet, weil ja, Vegas hat ihn auch infiziert. Das ist ja bei ganz vielen Leuten so, weil das Vegas ist einfach cool. Ne? Das ist einfach die geile Stadt, die ist völlig krank. Also entweder man hasst es oder man liebt es. Ne? Also dazwischen gibt es nicht viel. Ne? Und ich finde es geil und er und seine Frau finden es auch geil. Ne? Also hier umsonst bechern und rumtüdeln und es ist warm hier und Sonne scheint, der Pool ist cool. Das ist alles cool hier. Ne? Ja, und da habe ich dann mit dem noch ein bisschen geschnattert, falls der dieses Video sehen soll. Ich glaube es eher weniger, weil der weiß gar nicht, dass ich bei YouTube bin. Und so Urlaubsvideos und so Käse mache. Ja, also habe ich den wieder getroffen. Ja, jetzt sitze ich vorhin, also heute. Heute Vormittag, dann denke ich, ach, gehst du mal ein bisschen an den Quicker dann rumödeln. Also ich habe da, heute Morgen habe ich $250 gewonnen. So auch wieder beim Kaffee trinken, so zack, zack, zack. Liefen mir beim Videopoker 4-4er rein, von ganz alleine, beim ersten Draw. Mit dem 4-4er mit einer Dame, der denkt, Moment, der Kicker stimmt nicht. Es müsste ja eine 2, eine 3 oder ein Ass sein, dann hätte ich die doppelte Summe gewonnen. Die Dame weggeschmissen, die 4er natürlich gehalten, also Hausgeschenk sozusagen vom Automaten. Und ja, also jedenfalls $250 gemacht, ist ja nicht die Welt, das ist ja nur wirklich nicht viel. Und dachte ich, naja gut, wenn, die kannst du ja auch wieder verbrennen dann. Und dann war ich dann nach unten, habe verschiedene Slots mal ausprobiert, ein paar Sachen ausprobiert, Sachen, die ich sonst nicht spiele, einfach mal überall mal ran, überall mal 20er rein, ne? Und dann war ich bei den Quick-Hittern, dann denke ich, ja, Quick-Hitter lief nicht so richtig. Übrigens bei dem einen Quick-Hitter hatte ich 7 Quick-Hits von 9. Ne?
Einer mehr, ne? Sind wir das schon, hunderte gewesen, oder 9 Quick Hits, vierstellig. Naja, jedenfalls hatte ich gestern oder vorgestern 7 Quick Hits an dem einen. Aber okay, will nicht abweichen. Das hat man auch nicht jeden Tag. Und ja, dann bin ich rübergegangen zu den Buffalo Gold Automaten, wo ich ja diese 400 Flocken beim Buffalo Gold habe ich im Aquarius ja die über $400 abgeräumt. $410 waren das, glaube ich. Und wollte da gerade loslegen, steht so ein Typ neben mir und grüßt mich. Nee, warte mal, erstmal guckt er mich an. Ich gucke ihn an, ich denke, was will der? Und dann sagt er da irgendwie was. Das habe ich erst gar nicht richtig verstanden. Was ist das für eine komische Sprache? War das ein Österreicher? Also ein YouTube-Zuschauer von mir hat mich da sozusagen angetroffen. Ne? Also der guckt meine Videos, der hat wohl auch schon ein paar Kommentare geschrieben. Das mit seiner Freundin hier für, also nicht in Las Vegas, da machst du eine US-Rundreise, ein paar Tage Las Vegas hatte ich eingeplant. So ein Zufall aber auch. Und der guckt so meine Videos und der hat auch das Valley of Fire Absauf-Video gesehen. Wir haben uns da noch ein bisschen drüber unterhalten. Und halt ein Ösi, ne? Also, Ösis sind ja auch nett, ne? Und dann sag ich, was machst du denn hier? Und sag ich, wie lange pennst du denn hier? Wie lange bist du hier? 3 Tage irgendwie, und sagte 3 Nächte, aber hier nicht im Stratosphäre, er ist in Palms, ne? Da hat er 3 oder 4 Nächte für, ich weiß nicht, ich glaube, $300 oder $400 oder sowas. Irgendwie so. Geschossen. Was fürs Palms eigentlich ein ganz guter Kurs ist, weil das Palms eigentlich recht tolles Hotel ist, dieses Playboy Hotel, ne? Mit den Playboy-Suiten und sowas. Ne? Also er ist in Palms untergekommen und er ist jetzt hier im Stratosphäre. Er wollte eigentlich nur auf den Tower und dann rannte er mit seiner Freundin durchs Casino durch und dann hat er gesagt, warte mal, den kenne ich doch. Den Typen kenne ich doch irgendwo, ja, von YouTube, von den Videos, die ich gesehen habe. Ja, und dann hat er mich dann da halt sitzen sehen. Aber es ist immer blöd, ne? Nee, ich sagte zu ihm, also wo er mich angeguckt hat, sag ich zu ihm, kennen wir uns? Und der Typ, ja, das sag ich nicht, glaube ich nicht. Und ja, von meinen Videos. Also er kannte mich, aber ich kenne die ja nicht. Das ist ja so mit uns hier. Also ich weiß, da gibt es 7400, wahrscheinlich noch viel, viel mehr Leute, die meinen Channel abonniert haben, aber ich kenne sie alle nicht. Ich kenne viele von meinen Abonnenten, alles nette Leute. Alles, also Daumen rauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also toppi, ihr habt den richtigen Channel abonniert. Nette Leute, aber eben, ich kann sie ja nicht zuordnen, weil ich von keinem dieser Menschen natürlich die Gesichter kenne oder sowas, ne? Oder mal mit denen persönlich Kontakt hatte. Ne? Ja, wenn der natürlich neben mir steht, dann stehe ich denn da. Ne? Der denkt natürlich, er kennt mich, weil, ja klar, weil er mich natürlich aus den Videos schnattern hört und sieht und so, aber ich kenne die Leute ja nicht. Und ich weiß auch nicht, wie die aussehen. Ne? Und naja, stand er denn da. Das ist immer blöde. Das ist schon das zweite Mal. Erst gestern der eine steht da neben mir und guckt mich an. Ich denke, was will der? Und heute wieder genau das Gleiche. Ne? Und ja, ist ein Zuschauer. Schönen Gruß an, wie hieß der? Christoph. Der hieß Christopher oder Christoph, meine ich. Aus Österreich. Der ist mit seiner Freundin hier. Der wollte auf den Tower rauf. Und Tower Admission kostet pro Person $20. Also $40 hätten sie dann ausgeben müssen, sage ich, Moment. Sage ich, für Hotelgäste ist Tower umsonst. Dann kam ich natürlich auf die glorreiche Idee, pass mal auf, komm mal mit. Ich schleuse die da quasi durch die Kontrolle, kostenlos und verpiss mich dann nachher. Also ich fahre nicht auf den Tower, sondern ich fahre dann wieder runter und hau ab. Also dass die da umsonst reinkommen sozusagen, dass die $40 nicht zahlen müssen. Dann stehe ich da bei der Tante, gebe da meinen Zimmerschlüssel hin und sagt sie, nur für 2 Personen. Und dann denke ich, warte mal, was machst du nun? Und dann ganz spontan habe ich gesagt, okay, dann machen wir das so. Ich gehe nicht auf den Tower, aber die beiden gehen dafür auf den Tower. 2 Personen, passt dann ja. Ne? Zum Glück hat die das zugelassen. Ne? Und dann sind die dann darauf. Ne? Die sind jetzt wahrscheinlich oben auf dem Stratosphäre und haben da Spaß und gucken sich das da alles an und genießen hoffentlich die Zeit für For Nothing. Ne? Ich habe denen noch zugerufen, sage ich, die $40 heute Abend versaufen, ne? Im Palms, ne? Ein paar schöne. Zumindest 2 fette, geile Longdrinks, aber da kriegt man ja eher schon was. 4 Longdrinks, wenn es nicht ganz so teuer ist, ne? Zumal so, die nicht zocken sollten, ne? Ich meine, da kriegt man ja sowieso alles umsonst, ne? Ja, dann habe ich noch heute Morgen mit einer ganz süßen, ich weiß nicht, ob ich die schon mal erwähnt hatte, ich glaube ja, einer ganz süßen Cocktail-Waitress, also ein zauberhaftes Wesen, die kenne ich auch schon, seitdem ich hier bin. Und die ist super nett, ne? Die sieht super aus und ist super nett, ne? Und mit der verstehe ich mich auch gut. Und dann dachte ich so, warte mal, jetzt fragst du sie mal. Dann sag ich, ich habe eine Sache nicht gefragt, das wäre natürlich interessant gewesen, was die hier verdienen, ne? Okay,
wollen wir mal nicht gleich mit der Tür ins Haus stürzen, sozusagen. Ich habe dann gefragt, wie lange die hier arbeiten müssen. Also diese Cocktail-Viber, die immer hier so Drinks und bla bla, die den Spielern so die Drinks bringen für Trinkgeld, die haben 8-Stunden-Schichten. Die hängen hier 8 Stunden lang rum. Und sie ist hier seit 20 Jahren, seit der Eröffnung arbeitet sie hier. Wie ganz, ganz viele, die da unten tätig sind, die sind seit Eröffnung hier im Stratosphäre. Ich meine, daran kann man schon mal sehen, dass das Betriebsklima stimmt und dass auch die Location stimmt und das gesamte Umfeld stimmt. Dass man hier gerne arbeitet, ne, als Mitarbeiter und nicht in den Sack haut und woanders anfängt. Nichts ist einfacher als das. Ne. Nun gut, die wirtschaftliche Lage hier in Las Vegas ist natürlich ein bisschen... Aber man könnte natürlich im Laufe der Jahre, wenn man unzufrieden ist, sich was Neues suchen. Was Besseres, was anderes, wie auch immer, was einem mehr in den Kram passt. Aber es will gar keiner. Die sind hier alle sehr, sehr zufrieden. Und das ist natürlich wieder ein Zeichen dafür, dass das Stratosphäre echt eine coole Bude ist. Ne. Nicht zu abgehoben, normale Leute und alles gut hier. Ne. Ab und zu natürlich auch ein paar kaputte Typen, aber die findet man in jedem Casino, so ein paar kaputte Typen. Die werden dann aber auch von der Security im Auge behalten. Was ich heute Morgen gesehen habe, zusätzlich noch, ist, dass 2 Polizisten in Zivilien gegangen sind. Ja, die rennen dann hier immer so ein bisschen getarnt rum, so mit T-Shirt oder irgendwie so ein kleines Jäckchen oder so. Also die rennen wie normale Gäste rum und schleichen da durch die Gänge. Keine Ahnung, wen die da auf dem Kieger haben, wen die da suchen. Ich habe das nur gesehen, weil die einen Ballermann haben, der geschickt versteckt war. Den hast du gar nicht so genau gesehen. Und der eine, der hat sich da irgendwie gebückt, irgendwie irgendwas war da. Und dann sind die wieder die Handschellen. Die haben ja so für die Handschellen so eine Lederholster, wo die Handschellen drin sind. Und dann konnte man, das ist alles ein bisschen hochgerutscht und... dann konnte man das dann sehen, dass das wohl in Zivil waren. Ne? Ja, also die Polente, die ist hier momentan schwer aktiv. Ich habe gar keine Ahnung, was hier los ist. Gestern mit dem Drogenspürhund, das habe ich Mercy auch erzählt. Dann sie wusste sogar den Namen von dem Hund. Sag ich hier, so ein deutscher Schäferhund war das. Von dieser Sondereinheit. Und dann sagt sie, ja, den kennt sie, der heißt sowieso. Die sind wohl öfter mal hier. Warten, wenn irgend so ein Idiot da Marihuana oder sowas konsumiert. Und das stinkt natürlich wie Sau. Und sobald das irgendeiner der Bediensteten in die Nase bekommt, wird sofort gemeldet. Ne? Das geht nicht, dass hier Drogen konsumiert werden. Weil gerade Drogen hier, da wandert man sofort im Bau für. Das ist also wie mit Prostitution. Ne? Also das sind so, also Drogen ist noch schlimmer. Ne? Also Drogen ist, das ist schon ganz weit oben auf der Kriminalitätsstatistik. Da kennen die auch keine Verwandten. Ne? Also die buchten einen ein, da kommst du nicht mehr raus. Ne? Da bist du Jahre im Gefängnis, ne? Wenn du mit Drogen hier irgendwas zu tun hast oder erwischt wirst. Ne? Also ganz, ganz üble Geschichte. Also lasst die Finger von Drogen. Solltet ihr nach Las Vegas kommen und denken, ja, mal so ein Joint rauchen oder sowas, dann kann das sein, dass ihr jahrelang einfahrt. Ne? Wenn man euch da einen Arsch kriegt. Ne? Obwohl das überall hier nach Haschisch stinkt an einigen Ecken. Und selbst in Downtown hatte ich das auch schon in der Nase. Ja. Ja, dann bin ich noch bei Rot ihr wisst ja noch die Geschichte, dass ich bei Rot über die Ampel gefahren bin. Habe ich noch mal mit Mercy gesprochen. Sag ich, muss ich jetzt mit dem Ticket rechnen? Dann sagt sie, wie? Wurdest du angehalten von der Polizei? Dann sag ich, nee, wurde nicht angehalten. Und hast ein Ticket gekriegt? Sag ich, nein. Aber sag ich, da sind ja überall Kameras an den Kreuzungen. Dann sag ich, also es kann ja sein, dass die das aufzeichnen, über das Nummernschild mich identifizieren, dass sie mich sozusagen geblitzt haben. Dann sagt sie, brauche ich mir keine Gedanken machen. Wahrscheinlich würde ich da kein Ticket kriegen. Also... Nur, gefährlich wird es nur, wenn ein Cop hinter einem steht und einen anhält und ein Ticket gibt, dann ist man dran. Sie ist nämlich am Bahnübergang, der geschlossen war. Also hier vorne donnert ja immer hier die Santa Fe längs. Also diese Zuglinie, die auch bei, ich glaube, über Flagstaff nachher da hinten hier, Flagstaff und Peach Springs, was ich euch gezeigt habe, die ballert hier längs durch quer durch Las Vegas durch. Mit ihren 136 Anhängern da hinten dran. Und da haben die natürlich hier hinten überall die Kreuzung für die Züge. Und die war geschlossen, bling, bling, geschlossen. Hier Andreaskreuz und Blinker, Blinker. Und Mercy, die hat jetzt wohl eilig und geguckt, ach, der ist noch super weit weg. Fahr ich mit dem Auto einfach um die Schranke rum. Das Dumme war bloß, hinter ihr stand ein Cop in Zivil. Da hat er seine Laternen angemacht und hat sie ein Ticket gekriegt. $500. Also über eine Bahnschranke zu fahren, wenn sie geschlossen ist, kostet hier $500. Über Rotfahren kostet hier $300. Speeding, je nachdem wie schnell man ist, auch richtig teuer. Das geht so auch $250 und ich glaube bis $1000 oder sowas. Keine Ahnung. Also das kann richtig teuer werden. Das kann sogar so heftig werden, dass sie einen einbuchten, ne? Wenn man wirklich hart schnell unterwegs ist. Also Leute, seid da vorsichtig. Prostitution, Drogen, Verkehrsregeln ungefähr einhalten, keine Rotlichtverstöße durchführen, so wie Perle, wenn ich 300 Flocken los. Vielleicht kommt da ja auch noch was. Aber sie sagt, ich brauche mir da keine Gedanken machen. Nur wenn ich ein Ticket direkt so live in die Hand gedrückt gekriege.
Also wird wahrscheinlich nichts passieren. Ne? Weil diese Videoanlagen, die sie über den Kreuzungen haben, die dienen wohl nur der Verkehrsüberwachung in erster Linie. Aber ich weiß es nicht. Ich habe da mal eine Folge gesehen im Fernsehen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Serie kennt. Las Vegas heißt die. Nicht die aus den 70ern oder 80er Jahren, sondern die ganz neue aus den, ich weiß nicht, wie alt ist die, 6, 7 Jahre alt. Da gab es, glaube ich, 3 oder 4 Staffeln von. Und da war nämlich mal Ed, hieß der Casino Security Oberboss sozusagen, Ed in der Serie. Der ist nämlich hier in Las Vegas rumgeheizt und dann beschäftigt sich die Serie damit, dass er von der Polizei ein Foto zugeschickt hat, wo er über Rot über die Kreuzung gefahren ist. Von vorne. Was natürlich eigentlich ein bisschen unlogisch ist, weil von vorne die Amis ja noch nicht unbedingt Nummernschilder haben müssen. Also würde es eigentlich gar nichts bringen. Dann sieht man zwar, da fährt ein Auto rüber, aber man weiß nicht, was für ein Auto darüber gefahren ist. Und ist die Frage, ist von hinten vielleicht noch die Kamera so positioniert, dass man von hinten gucken kann. Jedenfalls in der Serie spielte das eine große Rolle. Er sollte dann eine riesen Monsterstrafe zahlen und er war das irgendwie nicht, zu dem Zeitpunkt war er nicht unterwegs, sondern da und da hatte er wohl ein Alibi, aber auf dem Bild war er wohl zu sehen. Jedenfalls drehte sich das da in der Serie darum. Und deswegen dachte ich, Moment, die machen hier Videoüberwachung an den Kreuzungen, aber laut Mercy brauche ich da nichts befürchten, dass ich da nochmal 300 Flocken zahlen muss für meinen Rotlichtverstoß. Ne? Ja, ganz interessant. Ja, habe ich sonst noch was? Nö, sonst habe ich weiter nichts. Ich will gleich mal wieder runtergehen. Ich habe mich hier noch ordentlich gestoßen, habe ich euch doch schon gezeigt hier. Mit meinem blauen Fleck, das ist von der Quatur noch, glaube ich. Seht ihr das? Das ist ja alles rot. Ich bin da irgendwo beim Quadfahren wahrscheinlich mit dem Bein irgendwo gegengedonnert. Nehme ich mal an, ne? Dass ich da irgendwo muss ich einen blauen Fleck her haben, ne? Also das ging da so ruppig zur Sache, da bin ich wahrscheinlich mit dem Knie dagegen geknallt, irgendwo gegen den Tank oder irgendwo blöde gegengeballert. Auch hab's halt nicht gemerkt. Ne? Ich denke nur am nächsten Tag, was denn da für ein roter Fleck am Bein? Ne? Für eine Rentnerbeule. Eine Beule ist es ja gar nicht. Es ist eigentlich nur blau, rot, blau, grün. Keine Ahnung. Ja, bin ich wohl irgendwo gegen gedonnert. Ne? Ja, sonst habe ich weiter nichts, meine lieben Freunde. Ein klassisches Schnattervideo wieder neigt sich dem Ende. Heute Abend, wir werden uns nachher wiedersehen am Lone Mountain, also am Perle Mountain. Und da werden wir heute Abend mal raufstiefeln. Möglichst, ich weiß noch nicht, ich muss mal gucken, wann die Sonne untergeht. Das muss ich mal im Auge behalten. Ich nehme mal an, um 6 will ich losfahren hier. Also habe ich noch 4 Stunden Zeit. Dann will ich da hochstiefeln und dann will ich das natürlich so machen, dass ich, wenn ich oben bin, dass ich die ganze Zeit oben bleibe, so nicht da wieder 1 Milliarde Ameisen sind und nicht da weggeblasen werde. Aber heute geht das draußen vom Wind her. Ja, es ist ein bisschen windig, aber es hält sich in Grenzen. Morgen soll das auch nicht zugig werden. Also morgen soll richtig, richtig Wind kommen. Und deswegen will ich das heute machen. Und morgen werde ich wahrscheinlich, ich weiß das noch nicht so genau, nach Death Valley fahren. Ja, ich glaube, morgen wollte ich nach Death Valley. Ich hatte heute Morgen mit dem Laptop gescheckt, wie das Wetter da wird. Und es wird morgen gar nicht mal übel da. Ein bisschen bewölkt soll das da wohl sein. Aber sonst werde ich dann den Tag in Death Valley nochmal nutzen. Ja. Und übermorgen werde ich wahrscheinlich ins Valley of Fire fahren. Ich weiß das noch nicht so genau, wie ich das mache. Also so ganz große Aktionen werde ich hier nicht mehr durchführen. Das gefällt mir hier ganz gut. Ein bisschen abchillen hier. Ich war heute Morgen auch überlegen, gehst du nochmal im Pool? Aber habe ich auch keinen Bock drauf gehabt. Ne? Dachte ich, tüdel nochmal im Casino ein bisschen rum. Und ich kenne da ja mittlerweile auch genug. Und ich wollte mich da ja eigentlich nur hinsetzen und schon werde ich da wieder voll gequatscht von irgendwelchen Leuten. Oder jemand kennt mich. Das ist so unglaublich. Ne? Ey, ey, ey. Ach, der Perle, ne? Aber freut mich natürlich, dass meine Videos auf solch großes Interesse treffen. Und das sind alles nette Leute, auch die Österreicher, die ich da kennengelernt habe, kurz. Auch nett, sympathisch. Mit seiner Freundin. Und die verleben hier auch eine gute Zeit. Die waren in San Francisco und Los Angeles. Und dann sagte ich zu denen, sag ich, welche Stadt gefällt euch besser, L.A. oder San Francisco? Ja, San Francisco. Und sag ich, aber teuer mit Parken, ne? Ja, ja, ja. Aber San Francisco findet jeder geil. Ne? Das ist echt eine coole Stadt. Ne? Ist echt eine coole Stadt, aber wenn nicht diese Parkplatzprobleme da wären, ne? Wo man sein Auto wegparken kann, preiswert. Ne? Das ist echt ein Riesenproblem da. Ne? So, jetzt höre ich auf und sage Arrivederci, meine lieben Freunde. Wir sehen uns am Lone Mountain wieder. Und da wollen wir mal gucken, ob die Killerameisen wieder da sind, die wir da das vor 2 Jahren oder wie lange ist das jetzt mittlerweile her? 2 Jahre oder 3 Jahre, da den Rest gegeben haben. Ich glaube, 2 Jahre ist das her, ne?
das letzte Mal drauf war. Ich weiß das gar nicht mehr so genau. 2 Jahre? 2014 war ich da, glaube ich, das letzte Mal drauf. Na, letztes Jahr war ich gar nicht drauf, war auch ganz gut so, weil da ja diese Baustelle war. Ne? Scheißegal. Jedenfalls wird es mal wieder Zeit, den Lone Mountain, den Perle Mountain zu besteigen, Reinhold Messner mäßig. Und meine Idee, heute Abend den Las Vegas, also den Strip, also vielmehr ganz Las Vegas, so ein paar schöne Nachtaufnahmen im Kasten zu kriegen, von der Position neben dem Lone Mountain. Auch eine gute Idee, ne? Hoffe ich. Mal gucken, ne? Ein 300er Tele sollte ja klappen, ne? Aber da muss ich ein Stativ, glaube ich, mitnehmen. Und damit selbst auslösen, damit ich nicht verreise, ne? Oh, das könnte ganz cool werden. Schauen wir mal. So, tschüss, Freunde. Der Bärle, ne? Ja, das sind so Videos, die Welt nicht braucht, ne? Aber ihr bekommt sie. Tschüss.